Ganz herzlich willkommen zum Flotten Dreier. Eine Kultursendung aus Scholtens Sechskino. Es begrüßen Sie Michael Scholten, Lars Giesen und Ihr Moderator Roland Donner. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Flotte Dreier, die Kultursendung aus Scholtens Sechskino. Was für ein Name. Wie kommt man denn auf sowas? Naja, darum habe ich ja hier meine Mitstreiter und meine Teammember und meine Gäste heute eingeladen. Die erklären das natürlich auch später. Und mein Name ist Roland Donner. Der eine oder die andere kennt mich vielleicht auch aus dem Pommy-Talk-Format Das Maß ist voll oder auch von der Donner-Talk. Und heute sind wir eben halt hier zusammen zu einem neuen Format. Es geht schwerpunktmäßig um Film, um Serien und natürlich um Filme und Serien, die Kultcharakter haben, Kultformate. Ja, und meine Mitstreiter und Teammember hier links und rechts neben mir sind wirklich wahre Experten, die über ihre Lieblingsformate sprechen, über ihre Lieblingsserien, über ihre TV-Formate aus der Kinder- und aus der Jugendzeit. Ja, und ich würde einfach mal sagen, wir werden jetzt mal uns vorstellen. Ich habe mich vorgestellt und wir fangen einfach mal bei Michael Scholten zu dieser Seite an. Michael stellt sich jetzt mal ganz kurz vor, wie alt er ist, warum geboren und weshalb, verheiratet, Kinder etc. und was er so beruflich macht. Michael, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Jahrgang 1971, hatte also das Vergnügen, die ganzen großartigen Filme und Kinderserien der 70er und 80er Jahre live miterleben zu können, vor dem Fernseher und im Kino. Und wer mitgerechnet hat, ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich habe zwei Söhne, bin nicht verheiratet, ganz sündig. Und ja, vom Beruf bin ich Journalist und der große ursprüngliche Berufswunsch war eigentlich Kameramann zu werden. Und ich habe dann aber schnell für mich entdeckt, dass es sinnvoll ist, beide Welten miteinander zu verbinden, indem ich halt für Magazine, für Zeitungen, für Bücher über Film und Fernsehen schreibe und habe dadurch die Möglichkeit gehabt, in den letzten Jahrzehnten auch viele Helden meiner Kindheit persönlich treffen zu können, interviewen zu können. Ja, super. Also ich freue mich total, euch beide ja hier dabei zu haben und wir sind ja nun auch jetzt ein Team. Wir sind die Flotten Drei. Also das hoffen wir natürlich, dass wir auch flott euch unterhalten können. Aber Michael, nochmal, bevor wir zur Lars-Vorstellung kommen, was ist denn so einer deiner TV-Spleens, die du vielleicht mal und sagen kannst? Was ist ein Spleen von dir? Ja, Spleen ist vermutlich, dass ich alles geschaut habe früher. Ich meine, alles ist natürlich relativ. Wer in den 70er Jahren groß geworden ist, hatte die Wahl zwischen zwei Vollprogrammen und dem dritten Programm. Dadurch, dass wir an der holländischen Grenze wohnen, hat man da ab und zu auch da nochmal einiges mitbekommen, auch im englischen Original sehen können. Aber es sind natürlich die klassischen Fernsehserien wie Vicky und die starken Männer, mit denen ich aufgewachsen bin. Im Kino bin ich dann natürlich durch Star Wars, später in den 80er Jahren E.T., Zurück in die Zukunft, entsprechend sozialisiert worden. Und das ist, ich bin glücklich, dass ich in diesen Zeiten aufgewachsen bin und nicht das Remake des Remakes im Kino sehe und im Fernsehen, sondern wirklich ganz klar der jeweiligen Geburtsstunde damals beiwohnen konnte. Ja, super. Das finde ich toll, dass du hier uns noch Einblicke schenkst. Und Lars, du bist ja auch kein Unbekannter. Du warst ja auch schon bei mir im der Donner-Talk als Autografensammler und Memorabilia-Sammler. Genau. So, schön. Stell dich gerne mal vor den Zuschauern. Ja, mein Name ist Lars Giesen. Ich bin Jahrgang 1977. Und noch jünger. Ja, noch jünger. Da sitzt der alte Sack hier in der Mitte. Richtig. Und ich bin Film- und Fernsehfreund und von Beruf bin ich Mediengestalter. Also da im grafischen Bereich als Mediengestalter bin ich tätig in der Agentur. Ja, habe zwei Kinder und mein großes Hobby ist das Sammeln von Autogrammen und Autografen und Gegenständen von prominenten Leuten. Und die ich mir dann signieren lasse und die ich dann schon treffen konnte. Wir werden im Laufe der ersten Sendung, und ich bin mal gespannt, wie das einfach ankommt. Wir sind auch sehr gespannt und aufgeregt. Wir machen das ja auch zum ersten Mal. Aber ich freue mich riesig, Lars, dass du auch noch einiges über die Autografensammlung uns präsentieren wirst.
und auch Kanz, da gehen wir natürlich auch noch ein. Und auch die nächsten Sendungen, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Also wir haben, glaube ich, schöne, tolle Themen. Aber jetzt auch hier die obligatorische Frage, Lars, in deine Richtung, was hast du denn für ein Spleen? Ja, mein Spleen ist im Wesentlichen neben dem Autogramme sammeln oder was sich damit verbinden lässt, halt, ich bin ein riesen Bud Spencer und Terence Hill Fan und sammle auch entsprechend alles von den beiden, was ich in die Finger bekommen kann. Ja. Und ja, das ist eigentlich mein Spleen sozusagen. Ne? Genau, und da werden wir uns heute natürlich schwerpunktmäßig unterhalten zum Thema Bud Spencer und Terence Hill. Und da haben wir natürlich hier Lars an unserer Seite, der ein ziemlich großer und guter Experte da ist. So, und bevor wir anfangen, möchte ich mich natürlich nochmal zu dir, lieber Michael, wenden, weil kommen wir nochmal zurück zu dem Format. Der Flotte Dreier, ich glaube, der Flotte Dreier kam von mir, aber die Kultursendung aus Scholten 6 Kino, das kam von dir, Michael. Und dann alles, natürlich das ganze Binde von uns. Michael, erklär uns mal, warum denn der Zusatz hier aus Scholtens 6 Kino in Rees hier? Also der Hintergrund ist, dass ich vor mehreren Jahren alte Kinostühle erwerben konnte bei einer Haushaltsauflösung und diese Stühle, diese wunderbaren alten Holzklappstühle, auf denen wir sitzen, die waren früher im Goli, also im Kino der Stadt Goch am Niederrhein. Und dann hat sich irgendwann die Möglichkeit ergeben, dass ich daraus ein kleines Kino zusammenstellen kann. Aber wie das so ist, man erzählt irgendwelchen Leuten, dass man gerade 6 Kinostühle gekauft hat. Und die meisten Leute haben immer verstanden, dass ich gerade 6 Kinostühle gekauft habe. Und daraus hat sich relativ schnell dieses Wortspiel ergeben, sehr dass schön. Ich dann eben bewusst gesagt habe, ja. Nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, dann machen wir das jetzt offiziell zum 6 Kino, weil ich halt 6 Stühle habe und betone aber natürlich das immer mit sehr weichem S. Ja, sauber. Ja, und als wir drei dieses Format geplant haben, war klar, wenn wir schon im 6 Kino sind, dann ist es der Flotte Dreier, ja. Weil natürlich auch Herren in unserem Alter wissen, sonst wird keiner einschalten, wir können letztlich nur noch über Erotik und Sex punkten. Ja, ganz genau, aber vielleicht kannst du ja auch noch mal ein paar Sätze loswerden zum Thema Punkten, weil als wir in die kleinen Räumlichkeiten gekommen sind, es gibt ja unzählig viele DVDs. Wo kommen die her und was ist der Inhalt? Ja, der Inhalt ist eigentlich breit gefächert. Ich habe es wohl mir dann die Mühe gemacht, es alphabetisch zu sortieren. Mittlerweile sind es ungefähr 2.500 Titel. Boah. Viele davon habe ich auch doppelt, aber hier ist fast alles in dieser privaten Videothek, in diesem Kino nur einmalig untergebracht. Ja. Und es ist nach internationalen Filmen sortiert, alphabetisch, und nach deutschen Filmen. Dann kommen Kinderfilme. Die sind meistens in Regale, Regionen untergebracht, in die ich gar nicht mehr komme in meinem Alter. Aber meine Kinder können über dem Boden krabbeln und halt da ihre Kinderfilme dann raussuchen. Und dann gibt es auch Dokumentationen, Fernsehserien. Einiges davon bewusst im Laufe der Jahrzehnte gekauft. Vieles davon, ich nutze diesen Umstand, dass auf Trödelmärkten heute vieles für 50 Cent für maximal 1 Euro verschleudert wird. Und ich bin schon bemüht, weil ich kein Freund von, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber von Online-Diensten bin, bei denen ich dann diese Filme einfach jederzeit runterladen kann. Ich möchte die haptisch in der Hand haben, wie hier ein Bud Spencer-Film. Und ich bin großer Freund von Making-ofs, von Audiokommentaren. Und das sind halt alles Dinge, die bestimmte Online-Dienste mir nicht bieten können. Deswegen bin ich froh, diese stetig wachsende Sammlung einfach jetzt im Laufe der Zeit aufgestellt zu haben. Dann habe ich irgendwann die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich also wirklich mit meinen Söhnen mich hier ausbreiten konnte. Und meistens gucken die auch nur ihre Kinderfilme und ich habe das gebaut, aber ich habe gar nicht die Zeit, wirklich jetzt mal Stück für Stück und in alphabetischer Reihenfolge diese 2.500 Filme mir anzuschauen. Ja, vielen Dank für die Antwort, wie viele DVDs hier in dieser kleinen Hütte sind. Ja, Lars, wir kommen jetzt mal zu dir und wir könnten natürlich jetzt ein riesen inhaltliches Fass aufmachen zum Thema, du hast den Papst schon begrüßt und mit deinem Kollegen, aber das ist heute nicht unser Thema. Wir wollen uns heute über Bud Spencer und Terence Hill unterhalten und erzähl uns einfach mal, warum und wie kommt man jetzt zu Terence Hill und vielleicht nicht zu Pumuckl oder was weiß ich, wie kam man dazu? Ja, Moment. Pumuckl ist wieder ein anderes Thema, Pippi Langstrumpf und solche Sachen, Kindheitshelden allgemein, das ist so mein Hobby und mein Thema, aber natürlich Bud Spencer und Terence Hill als die großen Kindheitshelden meiner Generation, wahrscheinlich auch Michaels Generation, er ist ja nur ein paar Jahre älter,
Das ist natürlich ganz wichtig für mich. Ja. Und ja, mit den Helden ist man aufgewachsen. Ist man aufgewachsen, genau. Ja. Und wie wir jetzt schon mitgekriegt haben von Lars, er hat ja schon durchblicken lassen, also er ist ja nicht nur Terence Hill und Bud Spencer-Fan, sondern Pumuckl und Pippi Langstrumpf. Und das sind alles Themen. Wir wollen mal schauen, wie weit wir kommen. Wir haben ja vor, das ein bisschen regelmäßig zu machen. Wir wissen es nicht, ob wir es jetzt monatlich machen oder alle 6 Wochen, aber wir werden es regelmäßig machen. Und wir haben so viele Themen, allein schon, wenn Michael sagt, die vielen DVDs. Aber bevor wir jetzt den Experten in einem durchaus großen, in einer großen Nerd 5-7 Minuten Zeitfenster hören werden, Michael, was ist denn jetzt aus deinen Kindheitstagen zum Thema Bud Spencer und Terence Hill zu sagen? Bist du da auch so ein Fan gewesen oder mal was ganz anderes gesehen? Also ich war schon großer Fan und damals liefen die Filme natürlich nicht in der Regelmäßigkeit im Fernsehen wie heute. Das heißt, man musste zum Kino gehen und ja. Man hört ja heute oft die Diskussion darüber, machen Gewalt oder Actionfilme Kinder gewalttätig. In meinem Fall war das definitiv so. Bei mir lag es aber daran, dass ich wollte unbedingt ins Reser-Kino, ins Reli, das zu der Zeit aber Bambi hieß, und wollte, sie nannten ihn Mücke schauen. Jetzt habe ich ja auf DVD, ich könnte mir jederzeit anschauen. Ja. Aber damals war es wirklich dann eine Diskussion mit meinen Eltern, geht jemand mit mir rein? Ich war 6 Jahre alt ungefähr zu dem Zeitpunkt und ich durfte nicht. Okay. Und ich bin ausgeflippt in meinem Kinderzimmer. Ich hatte so kleine Stühle, die wir kurz vorher beim St. Irmgardis Kindergarten von Rees mal für wenige Mark abkaufen konnten. Okay. Ich habe mir den erstbesten Stuhl geschnappt und habe ihn wild durch mein Zimmer geworfen, um meinem Protest Ausdruck zu verleihen, dass ich nicht ins Kino darf. In Bud Spencer Manier, ja. Und habe eine gewaltige Macke in meine Holztür damit reingehauen. Okay. Okay. Und jetzt wir sind ein klassischer Hör-zu-Haushalt gewesen damals. Und damals war noch Tabakwerbung erlaubt und ja. Zum Glück zu dieser Zeit lag der Hörzu ein, ja, da war so ein Beileger mit Aufklebern von Rothändle. So ja. Magentafarbene, rötliche Hände in allen Farben. Und ja. dann habe ich einen Aufkleber abgerissen und habe ihn genau über diese Macke an dieser Tür. Da ist er übrigens heute noch und die Macke ist auch noch in der Tür. Damals befestigt und meine Eltern wissen, glaube ich, bis heute nicht, dass ich damals häuslicher Gewalt neigte. Die haben die Lautstärke garantiert mitbekommen, wussten aber nicht, dass ich dann eben im Zuge meines Protests, weil ich nicht in diesen Film durfte, mein Kinderzimmer zerstört habe bei dieser Randale. Mein Vorteil war dann allerdings, dass ein Nachbar eine Super 8 Filmsammlung hatte und dann Anfang der 80er vermutlich der erste Mensch in meiner Heimatstadt war, der einen wahnsinnig teuren VHS-Rekorder hatte. Ja. Und so hatte ich die Möglichkeit, dieses frühe Kindheitstrauma im Laufe der nächsten Jahre aufzuarbeiten, indem wir dann immer wieder, mein Bruder und ich, uns bei ihm eingeladen haben, Felix hieß er, und bei ihm diese Filme angeschaut haben. Siehst du, und das ist eine schöne Überbrückung, weil zum Thema Kinderzeit und Fernsehen und bei ihm dann was angeguckt haben, denn ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Ich oute mich jetzt. Was? Könnt ihr euch das vorstellen? Willen, ja, ohne Fernseher. Ich bin in der Kinder- und in der jungen Jugendzeit ohne Fernseher aufgewachsen. Das heißt, also diese Aggression konnte ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich hat mich das auch interessiert. Du warst so beschäftigt, deinen Namen zu tanzen, oder? Nee, Waldorfschule war ich nicht gewesen. Okay. Aber ich muss dazu sagen, ich habe, also natürlich bedingt durch die Eltern, die jetzt keinen Fernseher wollten und meinten auch vielleicht, das ist jetzt auch nicht das Gute für uns als auch für das Kind. Ich habe mich sehr kreativ ausgelassen. Das ist vielleicht auch ein riesengroßer Vorteil. Diese, ich sag mal, Fernsehzeit, die war bei mir immer mit Kreativität gefüllt, bis zum heutigen Leben. Auf der anderen Seite natürlich, ich bin zu den Nachbarskindern gegangen und habe Lassie oder Daktari oder Flipper geguckt. Ja? Also das war natürlich auch für mich nicht ganz, ganz unwichtig. So ist das jetzt nicht. Ja, danke für die Ausführungen, lieber Michael. Lars, jetzt kommen wir zu dir und jetzt kannst du richtig mal reinhauen. Was macht jetzt eigentlich, ich werde dir natürlich auch noch ein paar Fragen stellen, ganz speziell zu Terence und zu Bud. Was macht die Filme, die heutigen Filme von der Qualität aus gegenüber der alten Zeit? Jetzt kannst du schon mal loslegen. Ich bin da jetzt nicht so bewandert. Der erste Bud Spencer-Film, wann wurde der gedreht? Kannst du das sagen? So, oder ungefähr? Wir sind jetzt hier nicht bei gefragt gejagt, aber so ungefähr. Nee, also in den 70ern? Nee, schon wesentlich früher. Wesentlich genau früher? Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt ja auch
einen Film, in dem Bud Spencer und Terence Hill quasi unabhängig voneinander zu wissen schon mitgespielt haben. Ne? Das war mal Hannibal damals. Ja. Okay, das heißt, sie hatten aber da irgendwie, der eine war Nebendarsteller, der andere war Die waren beide Nebendarsteller. Ach, okay, das ist interessant. Ja, gut, aber cool. Letztendlich dann in den 70er Jahren, dann ging es halt los, ne? Ihr vier Fäuste für ein Halleluja. Ja. Und, das sind also halt diese Klassiker, mit denen man damals schon in der Wiederholung, weil ich habe die Filme nie im Kino gesehen, damit bin ich dann im Fernsehen halt aufgewachsen. Ja. Ne? Dann in den 80er, in den frühen 80er Jahren, die ersten Samstagabende da verbracht und war natürlich immer ganz happy, wenn ich Bud Spencer und Terence Hill und die Prügelszenen sehen konnte. Stichwort, da muss ich jetzt mal kurz unterbrechen. Ja. Stichwort Prügelszenen. Ich habe mir einige Zeitungsausschnitte von 2011 von dir durchgelesen. Da wurdest du interviewt. Ja. Und ich glaube, Michael, ich glaube, das warst sogar du, der Redakteur, der da... ich habe zu der Zeit in Kambodscha gewohnt und wir haben über E-Mail ihm die Fragen gestellt. Ja, siehst du, wenn man schon hier in der Nähe aufgewachsen ist und man könnte jetzt noch erzählen, dass man mehr oder weniger fast gemeinschaftlich irgendwie in eine Schule gegangen seid, so zumindest in der Nähe. Aber dann musst du nach Kambodscha gehen, um Lars Giesen dann zu interviewen. Ja, nach Bislig, das ist noch exotischer. Noch exotischer. Aber jetzt nochmal zurück zu der Prügelszene. Da stand in dem Bericht drin, Lars, dass du einer in der Schule gewesen bist, der absolut die Schlägerszenen von Bud Spencer super imitieren konnte. Stimmt das? Nee, ich war das Opfer immer. Echt jetzt? Nein, wir haben die natürlich jede Pause genutzt, um dann irgendwelche Schlägerszenen sozusagen nachzustellen. Und, jetzt hast du auch hier zwei Missionare gesehen, ne? Dann war man in der Pause war man dann Bud Spencer und der andere war Terence Hill. Ja, siehst du, so ging mir das dann, als ich, ich glaube, irgendwie Kabarett entdeckt hatte, vor als Kind schon oder Jugendlicher, da konnte man von Herbert Knebel, also die Hälfte der CD, die konnte ich dir so performen im Monolog. Ja, ne? Oder auch die man brennt dafür, ne? Ja, genau. Die von Rainer Brandt damals in der Synchronisation gemacht worden sind. Das sind ja alles... Kult. Ach, das war Rainer Brandt. Ja, genau. Der Handballer. Nein, der Schauspieler. Ach so, okay. Ich wundere mich schon. Okay, ich denke, was hat der damit zu tun? Nein, also, aber man muss dafür brennen, ne? Genau. Ja, und da, in dem Fall ja. Der Brandt brannte. Der Brandt brannte. Ne? Ja, und er hat natürlich dann die entsprechenden Dialoge, die heute in dieses Schnodderdeutsch, was heute noch richtig kultig ist, was die meisten in unserer Generation noch mitsprechen können. Ja, okay. Ich vermute aber, dass diese Synchronisation ja die Filme sogar noch einen Tick besser gemacht hat. Teilweise sind wenn du eine Synchronisation siehst, da haben sie den Mund, sagen eigentlich gar nichts und Rainer Brandt legt halt den witzigen Satz drüber. Ne? Ja. Ah, okay. Das ist schon cool, In dem Zeitungsartikel stand auch drin, dass du seinerzeit, als der 2011 geschrieben wurde oder als du interviewt wurde, hattest du eine Anzahl von Autogrammen von 7000 Prominenten? Ja, genau, das kann ich kaum, ja. Und wie viel, wir haben jetzt 2020, wie viel hast du heute? Weißt du das ungefähr? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich sag mal so, es geht mir ja gar nicht mehr so um die Masse, sondern jetzt auch die Qualität. Um die Qualität, um die Stücke. Aber es werden bestimmt im Laufe der Zeit nochmal so 1000, 2000 dabei gekommen sein. Boah. Ja, aber. Wie gesagt, es geht mir gar nicht um die Masse an Autogrammen, sondern jetzt dann um einige ausgewählte Sachen halt, ne? Und krass. Die Leute, die man dann halt auch persönlich treffen konnte. Und in deiner Jugendzeit warst du dann auch so ein Typ, der, also ich gehörte jetzt nicht dazu, weil genauso wie wir keinen Fernseher zu Hause hatten, wurde bei mir auch, glaube ich, keine Bravo gekauft, also Starschnitt oder sowas. Hattest du denn solche Poster von deinen... Ja, also Poster hatte ich. Und alles voll, nehme ich an. Also was der Geldbeutel leer gab, damals ist man noch in die Videothek gegangen. Da weiß ich mal, nach meinem Kieferorthopädenbesuch bin ich immer in Wesel dann nachher noch in diese Videothek und habe geguckt, ob die noch alte Poster quasi im Verkauf hatten. Ja. Und da habe ich mir das eine oder andere zusammen gesammelt und dann hatte ich relativ viele Poster von meinen Kindheitshelden, von den beiden. Im Zimmer hängen. Und dann habe ich mir sogar eigene Figuren von denen gemacht selber. Also damals, ne? Auch so Styroporköpfen habe ich dann versucht, die nachzuformen und dann habe ich denen so einen Hut aufgesetzt. Und das war schon in meiner Jugendzeit, wollte ich quasi schon meine beiden Kindheitshelden um mich haben sozusagen.
Das ist ja interessant. Jetzt sind wir eigentlich beim Thema. Du hast gerade jetzt gesagt Figuren. Schau doch mal, wir sehen ja alle im Bild, da sind ja so zwei so Köpfe, vielleicht kannst du da ja auch noch was dazu sagen. Und der eine sieht ja nicht schwer, sondern das ist Bud Spencer, ja, das ist Bud und der andere ist genau. Terence Hill, das ist klar. Hill, genau. So, wo kommen die her und die sind auch bestimmt signiert? Ja, richtig, genau. Die habe ich damals von einer Künstlerin machen lassen, die habe ich in Auftrag gegeben, dass sie mir die herstellt. Und weil es vor, ja, sagen wir mal 10, 15 Jahren, es gab wenig an Merchandising-Artikeln. Die beiden sind zwar Kult und jeder liebt sie, aber irgendwie war zum damaligen Zeitpunkt halt fast nichts zu bekommen von den beiden. Okay. Und 3D war ja auch noch nicht genau, angesagt. Genau, ne? Das war nicht angesagt. Und dann habe ich mich mit dieser Künstlerin besprochen und ja. Sie hat mir dann diese beiden Figuren dann Büsten dann ja. gemacht, genau. Ja. Und dann, aber das kostet ja eine Menge Geld, oder? Ja, das schon. Das schon. Aber über Geld spricht man nicht und über Zeit, wie wir schon mitgekriegt haben, nicht nur Heiner Brand, sondern wenn man dafür brennt, dann ist man auch gerne bereit, nicht nur eine Extrameile zu machen, sondern du hast ja schon unzählig viele Orte besucht, nur um dann auch die Stars und dann auch die Autografensammlung dann auch zu erhöhen. Richtig. Und wie ich jetzt auch recherchiert habe, die verbindet jetzt mit Bud Spencer oder andersrum, was verbindet eigentlich einen Bud Spencer mit einem Rick Cavanian und der ehemalige oder ist immer noch ja Comedian? Ja, Rick Cavanian. So, was haben die beiden denn gemeinsam? Also muss ich ein bisschen ausholen, das ja. war quasi die erste Filmpremiere, bei der ich dabei sein durfte, wo Bud Spencer seinen letzten Film in Deutschland gedreht hat. Ja, wo war das? Das war in Berlin. In Berlin. Und der Film ist Mord ist mein Geschäft, Liebling. Okay. Und da spielt Rick Cavanian mit und Bud Spencer hat auch eine Rolle als Mafioso. Ja, sozusagen. Aber da war er auch schon alt, ne? Der war auch schon Ende alt, 70? Ja, 80 oder? Um den Dreh. 79, 80 war er da. Genau, ich glaube, über seinen 79. Geburtstag. Da war er sogar ja. in Berlin, ist dieser Film auch gedreht worden. Ja. Darf ich dazu was sagen? Ja. Das ist ein ganz besonders tragischer Moment in meinem Leben. Ich bin im Gegensatz zu Lars nie so darauf ausgewiesen, jetzt große Fülle an Prominenz zu treffen. Das war bei mir eben beruflich bedingt, aber Bud Spencer wäre schon so ein Kindheitstraum gewesen, ihm nochmal zu begegnen eines Tages. Und ich habe dann genau als das stattfand, was Lars gerade gesagt hat, dass bei den Dreharbeiten in Berlin der 79. Geburtstag gefeiert wurde. Ja. Ich habe eine Einladung dazu bekommen. Über die Produktionsfirma, weil ich für den Produzenten früher auch schon viel gearbeitet habe oder auch viel über seine Projekte geschrieben habe. Und das Problem war, ich befand mich auf einer Weltreise, war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in Uruguay und konnte halt nicht für den Geburtstag jetzt nur rüberfliegen. Und ich habe dann später erfahren, jeder Gast, der da war bei dieser Geburtstagsfeier, seinen persönlichen Handshake bekommen, hat ein gemeinsames Foto mit Bud Spencer damals noch bekommen. Ja. Und da ist natürlich meine Welt zusammengebrochen, als ich dann erfahren habe, wie dieser Geburtstag ausgesehen hätte. Und ich einfach nicht dabei sein konnte. Ja, dazu muss ich jetzt auch nochmal einwenden. Ich meine, ist das richtig, Michael, dass du ja auch ehemaliger Redakteur von TV Movie, der Zeitschrift warst? TV Spielfilm. TV Spielfilm, so. TV Movie hat TV Spielfilm nachgebaut. Ah, okay, okay. Aber wir waren das Original. Das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer, dass man eben halt weiß, du bist in der Szene ja kein Unbekannter und in den nächsten Sendungen werden wir gewiss auch noch einiges über dich erzählen. Aber jetzt zurück zu dir, Michael, Lars, sondern der Rick. Wie kam es jetzt dazu? Ja, also, und der Bud Spencer. Ja, es war also unsere erste Begegnung sozusagen. Ich bin mit einem Freund damals, mit einem Kumpel, sind wir nach Berlin geflogen und gesagt, da findet jetzt die Premiere statt von diesem Film und Bud Spencer wird tatsächlich da sein, wird über den roten Teppich laufen. Ja. Und das war also einer wirklich meiner größten Wünsche und größten Kindheitsträume, einmal im Leben Bud Spencer live sehen dürfen. Ja. Und ja, dann sind wir in Flieger und von Düsseldorf aus nach Berlin und dann sind wir zum roten Teppich gegangen und da war auch schon alles vorbereitet und dann standen wir da und tatsächlich da lief Bud Spencer direkt vor uns über diesen roten Teppich. Ja, aber wahrscheinlich Menschenmassen, ne? Menschenmassen, Menschentraube. Genau, alle wollten Autogramme. Er ging aber ganz, er war ja auch schon alt, sagen wir mal. Ja. Er hat jetzt keine Autogramme geschrieben. Ja. Aber mein Glück war, im Vorfeld, als wir waren relativ früh an diesem roten Teppich, da kam eine Moderatorin zu uns, Nadine Krüger aus dem
volle Kanne, man kennt sie vielleicht als Moderatorin. Und die stellte dann Fragen an die umstehenden Leute. Und dann kam sie auch zu uns und sagte, ja Mensch, und was macht ihr heute Abend hier und wen wollt ihr denn sehen? Ja, ich sag, ich bin nur wegen Bud Spencer hier, größter Kindheitstraum, tralala. Und dann war sie wohl angetan davon, dass wir dann echt morgens da uns in den Flieger gesetzt haben, extra für Bud Spencer rübergeflogen sind, um ihn zu sehen. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr was, ihr habt ja zwei Karten für die Premiere. Cool. Ja, und dann haben wir dann zwei, am roten Teppich zwar quasi zwei Karten gewonnen. Wow. Und ja, dann dürfen wir über diesen roten Teppich da marschieren, quasi hinter Bud Spencer her. Genau. Und haben relativ, relativ gute Plätze im Kino gehabt, also auch ganz nah in dem Fall an der Bühne dran, weil am Ende des Films kam er dann auf die Bühne. Und unter anderem die anderen Schauspieler auch, Rick Avanian. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengefasst, bin aus der Reihe raus und habe dann mein Foto, was ich vorbereitet habe von Bud Spencer, genommen und bin dann zur Bühne hin und dann nahm Rick Avanian, sagte, komm, gib mir mal deinen Stift. Ah, das heißt, er war also sozusagen der Übermittler, Rick Avanian hat noch den letzten, die letzten Meter überbrückt und hat ihm das dann gegeben. Genau, hat ihm dann das Foto gegeben und dann hat Bud Spencer mir im Kino mein erstes persönlich geholtes Autogramm sozusagen. Mit der Hilfe von Rick Avanian, wo ich ihm noch sehr, sehr dankbar bin. Das habe ich ihm damals auch übrigens noch, als ich ihn nochmal wieder traf auf einer anderen Filmpremiere dann auch. Und dann hat er dich aber schon erkannt, wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe mich auf jeden Fall herzlich bedankt dafür. Dass er das aber ich habe gesehen, du hast ja auch noch ein, zwei solche Autografen-Dinge im Rahmen. Vielleicht kannst du das mal kurz in die Kamera zeigen. Das kann ich gerne machen. Also, das gab dann nachher noch weitere Treffen, auch als Spencer seine Biografie rausgebracht hat. Dann so, das sind wurde ich nochmal eingeladen. Die Herrschaften noch älter und dann natürlich auch mit Autogramm. Genau, und dann war das hier zum Beispiel in Bochum im März 2012. Und da habe ich ihn dann persönlich treffen dürfen, richtig mit einem gemeinsamen Foto, Handshake und Meet and Greet. Und dann hat er mir noch was ganz Besonderes signiert, der gute Bud. Ja. Und zwar habe ich das vorbereitet. Da ist er als Schwimmer. Jawohl, zu sehen. Denn der war ja wirklich Profischwimmer. Er war Profischwimmer, genau. Ja. Und hier oben ist noch sogar ein kleines, wie soll man sagen, Zigarettenbildchen. Ne? Ja. Was, auch Peter Soli zeigt, das ist das Original. Also da war auch noch einiges dünner. Genau. Ne? Ja, richtig. Und dann hat er mir das mit seinem richtigen Namen, Carlo Peter Soli, signiert. Genau. Und das ist dann natürlich nur möglich im Rahmen eines Meet and Greets sozusagen. Ja, super. Also quasi, wenn man also am roten Teppich sind solche Sachen halt nicht möglich. Jetzt hast du ja schon gesagt, den echten Namen von Bud Spencer, jetzt sofort Name von Terence Hill, der richtige. Mario heißt, Girotti. Ja. Ja. Aber hört sich auch schon wie so ein Künstlername auf an. Jeden Fall, auf jeden Aber ich glaube, ne, Michael, wahrscheinlich der Name deshalb nicht funktioniert, weil nicht amerikanisch, oder? Das war ja damals so. Man wollte den internationalen Markt erobern und Italien wäre vielleicht zu sehr einfach nur dann Nischeninteresse da gewesen und da kann man mit einem Namen wie Terence Hill natürlich die große, also mit italienischem Namen und deutschem Aussehen dann die große italienische, die große internationale Karriere anstreben. Ja, genau, hast du schon gesagt. Ich glaube, die Mutter von Terence war Deutsche und der Papa Italiener, ne? Und der spricht auch Deutsch, ne? Terence Hill hat auch Deutsch. In seiner Jugend in Lommatzsch gelebt, das ist bei Dresden, ein kleiner Ort. Ja. Da ist er aufgewachsen und ist dann aber wieder zurück. Okay. Nach Italien. Also da ist die Eisdiele eröffnet, oder? Ja, in Dresden hat Terence Hill jetzt unter Gelateria Girotti sozusagen eine Eisdiele. Da gibt es also blauäugiges Eis. Ja. Und ein Glitzerpistazien. Schlumpfeis. Schlumpfeis. Aber ich komme nochmal zurück. Du hast noch ein ganz tolles auf dem Tisch hier stehen zwischen den beiden Köpfen. Ja, genau. Vielleicht kannst du da nochmal so 2 bis 5 Sätze spendieren. Das ist ja was ganz Filigranes. Das mag man ja gar nicht. Vielleicht kann man das nachher nochmal reinschneiden. Ja. Wo kommt das her? Und also das ist auch wiederum so eine Szenerie. Aus einem Film, genau, 4 Fäuste für eine Halleluja, also eine Western-Szene, wo die beiden quasi durch die Prärie reiten. Ja. Dieses Ensemble, diese kleine Figur sozusagen, gab es auch nicht als richtiges Merchandise zu kaufen. Wurde auch wieder angefertigt? Nee, die ist nicht angefertigt, aber die ist jetzt quasi unter dem Namen Cowboys oder so, ließ die sich quasi finden als Zinnfigur sozusagen, ne? Weil die nicht halt wegen den Rechten wahrscheinlich. Ja. Ne?
Aber das habe ich dann irgendwo in so einem Geschäft da finden können. Und dann habe ich mir diese Figur zugelegt. Die wurde bemalt, zusammengebaut. Ja. Die ist richtig filigran. Und dann bin ich mit diesem mit dieser Figur dann quasi auf Reisen gegangen. Und dann hast du versucht natürlich, die, genau, den zu zeigen und dass sie das signieren. Richtig, genau. Ja. Und dann war es so, dass Bud Spencer sein Buch vorstellen sollte. Mhm. War auch schon, der Termin war auch schon klar und es hätte dann auch ein Treffen stattfinden können, aber da war er schon sehr alt und auch gebrechlich und da musste dieser Termin kurzfristig abgesagt werden. Ja. Da war ich schon etwas enttäuscht, habe gedacht, ob ich meine Unterschriften hier zusammenkriege. Und dann bin ich ein Jahr später zu Dreharbeiten nach Südtirol gefahren. Und da hat Terence Hill gedreht. Ach, das ist jetzt, das ist doch diese Gebirgspolizei-Serie, genau, die Serie, ja, ne? Genau. Und da bin ich hingefahren und da hat Terence Hill dann sozusagen sich als erster verewigt für Lars Herzig Terence Hill. Toll. Und dann ist es doch 2015 noch dazu gekommen, Gott sei Dank, dass Bud Spencer noch mal einmal nach Berlin gekommen ist. Und dann habe ich dieses Modell mit der Unterschrift von Terence Hill drauf schon mitnehmen können. Ja. Und dann hatte Bud Spencer mir das auch noch mit vollem Namen signiert. Und da war er aber schon sehr, man sieht es auch an der Unterschrift, war da schon sehr alt. Und wann ist er verstorben? 2017? 2016 ist er verstorben, ne? Ja. Und ich war 2015 mit in Berlin. Genau. Und Lars und ich gemeinsam hingereist. Und ich habe mich dann ordentlich in die Schlange gestellt. Das heißt, also das ist mein Bud Spencer Interview. Es wurde vorher, Autogramm. Es wurde vorher schon angekündigt, dass er nur mit Bud signieren wird. Und das ist nur so ein kleiner. Das hat ein bisschen was von chinesischen Schriftzeichen, finde ich, aber trotzdem für mich natürlich schön, weil ich da meine 15 Sekunden Blickkontakt zu ihm noch hatte und vor ihm stand. Ich hatte Lars extra eine Kamera in die Hand gedrückt, dass er diesen Moment festhält für mich, aber er war so damit beschäftigt, seine 17 Sachen, die er signiert haben wollte, da irgendwo zu sortieren. Dass es nur ein da ist jeder selbst der Nächste, was? Da war er sich definitiv der Nächste und deswegen sitzen wir auch so weit auseinander. Ach, wegen Corona. Es ist nicht wegen Corona, okay. Immer noch wütend bin auf ihn. Nein. Ja, ihr Lieben, ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Wir sind total entspannt. Alles ist gut, aber wir wollen natürlich auch das Format auch nicht zu sehr sprengen und euch auch natürlich auch hoffentlich niemals langweilen, sondern immer mit kurzweiligen Infos versehen. Aber zum Schluss würde ich noch mal gerne dich fragen, Lars, warum sind gerade diese beiden so kultig geworden? Woran liegt das? Also für das mich, das kann man ja nicht planen, oder? Nein, das glaube ich auch nicht, dass man sowas planen kann. Also ich glaube, für viele ist hat Bud Spencer sowas wie so eine Vaterfigur, dieser Beschützer, den man selber immer gut fand, ne, der immer die Kleinen verteidigt hat und die bösen Jungs haben einen auf den Deckel gekriegt. Entweder wollte man selber so sein oder man wollte so sein wie Terence Hill, der kleine Schlaufuchs, dem immer alles irgendwie gelingt mit Pfiffigkeit und Schnelligkeit und ja, also bei uns gab es damals in der Grundschule, es waren halt, entweder war man Terence Hill oder man war der Bud Spencer. Also die Mischung macht's. Ne? Ist das der Grund, warum du Bart trägst? Weil du auch, weil Bud Spencer auch ein Bart hat? Bud Spencer hat gesagt, echte Männer tragen Bärte. Ja. Also von daher, spielt schon ein bisschen damit rein. Ja, schön. An euch beide jetzt nochmal, bevor wir jetzt sozusagen zu der Schlussrunde noch kommen, wo ich auch noch einiges fragen werde, was die Zukunft angeht und auch Kult. Und auch diese ganze Thematik um die Kindheitsidole. Möchtet ihr noch was loswerden? Haben wir was vergessen? Was wollen wir den Zuhörern und Zuschauern noch mal rüberwerfen? Michael? Was Lars jetzt gerade von der Vaterfigur sprach. Mein Vater wurde oft und gern mit Bud Spencer verwechselt damals. Oder im Bekanntenkreis und im Kollegenkreis sagten immer viele Damen, dass er halt genauso aussehe wie Bud Spencer. Und das Witzige ist ja wirklich, dass er auch, also letztlich war er ein Frauentyp. Ich meine, gerade man hat die Bilder gesehen, wie er als Schwimmer früher aussah. Ja. War ja schon eine echte Erscheinung. Und es ist dann einfach so, dass dieser an sich schöne Mann dann in Ehren erreift und in die Breite gegangen ist. Und aber er war ja doch noch, also bis zuletzt auch, als wir ihn jetzt persönlich in Berlin 2015 nochmal erleben konnten, einfach eine großartige, charismatische und auch eben auch attraktive Erscheinung. Ja. Das muss man ihm lassen. Bei Terence Hill ist es ja ähnlich, ne? Ist ja auch ein sehr attraktiver Mann, auch noch bis spät. Ach, heute noch, ne? Das ist ja zum Beispiel ein Foto von 2010. Was er also der Typ ist jetzt 80, oder? Da war er gerade 70, jetzt ist er 80. Sieht aber der sieht so fit aus. Aber mit 70 sieht er da ehrlich wirklich so fit und jung aus und mit den blauen Augen, dieses Strahlende, was er so an sich hat.
Das ist wirklich ja. Sehr... Lars, was meinst du denn jetzt? Wird dieser Kult jetzt auch in dieser neuen und in der jüngeren Generation weitergetragen? Oder ist das jetzt so ein Thema? Ich meine, gut, ich bin jetzt hier der Oldschool, aber 70er, 80er Jahre, wir als Kinder sind damit groß geworden. Unsere Kinder, eure Kinder, tragen die das weiter? Wie sehen das deine Töchter? Also meine Mädels kennen natürlich Bud Spencer und Terence Hill durch die durch meine Leidenschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mal so glühende Fans werden. Ja. Kann ich jetzt nicht. Gibt es da Ambitionen? Gibt es da so Richtung oder eher so, boah, Papa, boring, total langweilig? Ja, so eher in die Richtung. Okay, ja. Gut. Es sei denn, die sitzen noch am Pferd. Ja, genau. Also diese die Verbindung mit dem Pferd. Ja, aber da könnte bei Terence Hill dann sich total... Ist ein guter Alter, ja. Ja, sehr gut. Aber wie gesagt, da ist, glaube ich, eher bei meinen Mädels weniger. Eher weniger. Ja. Ist auch eine andere Generation. Das sind jetzt die YouTuber. Ich glaube, die haben gar nicht so dieses Filmfeeling, so wie wir das noch hatten. Ja, die sind die Gamer eher. Ja, ne? Genau. Ja. Und da glaube ich, für unsere Generation wahrscheinlich, ja, werden die nächsten 40, 50 Jahre immer noch hochgehalten werden. Mhm. Da werden wir die noch. Aber dann vielleicht nicht mehr so sehr. Man weiß es nicht. Könntest du mir aber vorstellen, dass deine Töchter denken, dass Bud Spencer ein Verwandter ist, weil da hängen gerade hier mehr Bilder von Bud Spencer bei euch zu Hause als von der eigenen Oma. Vielleicht sagen die Töchter mal, ja, ich glaube, der Papa hat mal erzählt, wir stammen von der Familie ab, ja, oder genau. So. Aber Michael, wie ist denn das mit deinen beiden Söhnen? Die sind ja noch sehr jung, ne? 7, 8 oder sowas? Ja, die sind 7 und 8 jetzt. Und ich sag mal, in puncto Kloppereien und Dampfereien, da sind die Filme ganz weit vorne bei den beiden. Bei mir ist natürlich so, die sind wegen meiner großen Star-Wars-Leidenschaft, ja, sind die Jungs natürlich in erster Linie jetzt mit Star Wars ja, aufgewachsen und tun es immer noch. Ja. Es ist jetzt eher selten, dass ich bewusst jetzt einen Bud Spencer Film einlege, aber ja, die beiden wissen schon, wer das ist, oder auch Terence Hill, oder halt wenn man so rumseppt an irgendwelchen Feiertagen und Kabel 1 macht da gerade wieder einen riesen Bud Spencer Terence Hill Marathon, ja, dann ja, sorge ich schon dafür, dass ich die Kinder mal eben rufe und die sich das dann anschauen. Okay, aber die müssen es nicht, ne? Pädagogisch. Bewusst immer dann, aber bitte nicht nachmachen, aber da Kinder kann ich eh nicht auf die Eltern hören. So eine Blende, so eine bitte nicht nachmachen, ja. Ja, da würde ich drauf berufen, dass sie das nicht lesen können. Die Buchstaben, die ich hatte in der Schule. Aber nein, also das ist jetzt auch ja, natürlich okay, kein, das ist, naja, ich will die Diskussion nicht wieder loslösen jetzt, aber ich sag mal, wenn die Tom und Jerry sehen, das ist eine ja, andere Art, eigentlich ja, noch viel brutalere Gewalt, ja, die man da zu sehen bekommt. Ja gut. Das ist ja doch eher was Witziges und Spielerisches, ja, ja, wie man es in den Bud Spencer Filmen zu sehen bekommt. Könnte man ein eigenes Fass hier aufmachen, Märchen. Ja, Märchen gibt es ja, seit hunderte von Jahren. Märchen sind brutal. Ja, völlig brutal. Ja. Aber da wollen wir uns jetzt nicht drüber auflassen, sondern meine letzte Frage an euch ist, wo kommen denn solche Leute wie ihr zwei, ihr Experten, zusammen? Trefft ihr euch auf Facebook? Gibt es da Conventions? Gibt es da Gruppen, wo man sich trifft? Vereine? Ja, also für meinen Bereich kann ja, ich das sagen. Also mhm, es gibt sehr, sehr viele Bud Spencer und Terence Hill Fangruppen, ja. Ja, auf Facebook zum Beispiel. Wahrscheinlich auch Reisen, ne? Die reisen dann zu irgendwelchen Drehorten. Genau, ne? Es gibt Leute, die sich wirklich dem komplett verschrieben haben und wirklich wahre Experten sind. Also ja, Spencer Hill Datenbank gibt es da zum Beispiel. Also sind sehr, okay, wow. Die wissen über jeden Film und jedes ja, kleinsten Nebendarsteller. Also es sind wirklich... und mit denen ist man teilweise auch verwandelt und ja, befreundet und man trifft sich ah, mal ja, auf, okay, auf Festivals. Also gibt es zum Beispiel dieses große Bud Spencer Terence Hill Fan-Festival. Das war letztes Mal in Lommatzsch, dieses Mal sollte es hier in Schloss Holte-Stukenbrock quasi passend zum, ach, hier zum Ecke. Thema, genau, ja, sollte es ja, zum Krokodil und sein Nilpferd so ein, ah, ja, ein Spencer Hill Festival geben, ist jetzt ja, Corona-bedingt leider verschoben, aber da trifft man immer, ich sage mal, normale ja, Leute, ja, mit denen man sich wieder... Normale Leute, ja, genau. Ja. Aber das ist dann wie bei diesen Autotreffen dann irgendwo genau, in Österreich, wo dann ja, irgendwie der VW Golfclub kommt oder Polo oder genau, was auch immer man sich ja, trifft. Ja. Michael, ein guter Übergang. Ja, wo sieht man denn jetzt deine Leute? Das wird ja unser nächstes Thema sein. Star Wars wird sein. Ja, zu Star Wars gibt es natürlich weltweit, Conventions, ne? Ja, natürlich Comic-Con und Ähnliches. Ja. Wobei ich mich da jetzt nie so stark engagiert habe oder jetzt diese Fantreffen
besucht habe. Mich zieht es dann eher zu Ausstellungen oder wenn das große George Lucas Museum in Los Angeles hoffentlich im nächsten Jahr, übernächsten Jahr eröffnet wird, dann sehe ich mich natürlich als einer der Ersten, der da an der Kasse steht und ein Ticket holt. Und ansonsten natürlich im Internet rauf und runter. Ich bin in verschiedenen Fangruppen und dadurch, dass man ja so eine vorgefilterte Realität dort vermittelt bekommt, hat man den Eindruck, dass es auch gar keine Menschen gibt, die sich nie mit Star Wars auseinandersetzen. Und aber in der nächsten Sendung werden wir da dann ausführlich drauf eingehen, denn was jetzt mein Bud Spencer-Wissen angeht, da ist natürlich dann Lars mir nicht nur ganz gewaltig überlegen, sondern da auch viel intensiver, dass ich sag mal 90% des jetzigen Wissensstands über Bud Spencer und Terence Hill verdanke ich natürlich dann Lars, weil er da natürlich auch sehr kommunikationsbereit ist. Ja, gut. Ja, ihr Lieben, also ich freue mich total, dass wir drei uns hier super, finde ich, total kurzweilig unterhalten haben über das Thema Bud Spencer und ja, der Schläger mit den hübschen blauen Augen, der immer noch fit ist. Und ja, vielleicht haben einige von euch, die jetzt hier sich diese Wiederholung auch anschauen, mal Fragen. Schreibt einfach mal unten rein, was euch jetzt nochmal so bewegt. Ich glaube, hier die beiden Experten, primär natürlich der Lars, kann zum Thema Bud Spencer und rundherum so einiges dazu sagen. Ansonsten bleibt mir jetzt wirklich nicht mehr viel über, ja, mich zu bedanken. Herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, wo auch immer. Und darf euch bestimmt wieder beim nächsten Mal bei der Flotte Dreier, die Kultursendung in Scholten 6 Kino, herzlich willkommen heißen. Ja, und von meiner Seite sage ich jetzt danke vielmals, ihr Roland Donner, ihr Michael Scholten und Lars Giesen. Also macht's gut, bis bald. Tschüss.